Der Wasserkocher erduldet in vielen Küchen ein eher tristes und langweiliges Dasein. In der Regel wird er oftmals wirklich nur zum Erhitzen von Wasser, zum Beispiel für das Überbrühen von Kaffee oder Tee, verwendet. Dabei lassen sich mit ihm auch viele andere Dinge zaubern. Er kann bei der täglichen Küchenarbeit durchaus weitere hilfreiche Unterstützung bieten und die Arbeit in der Küche ganz wesentlich erleichtern. Welche grundsätzlichen Besonderheiten du hierbei allerdings beachten solltest, erfährst du in diesem Video. Mehr dazu nach dem Intro. Ich bin der Jens von Kochmuffel TV und möchte heute eine Lanze für den Wasserkocher brechen. Oftmals überwiegend nur zum Erhitzen von Wasser verwendet, kann er zu einem echten Wunderkind unter den Küchenhelfern mutieren, wenn man ihn nur lässt. Ein paar Besonderheiten sind dabei jedoch zwingend zu beachten. Der Wasserkocher sollte aus Edelstahl oder Glas sein. Ich persönlich bevorzuge die Variante aus Glas, da man hier einfach direkt sehen kann, was innerhalb des Wasserkochers passiert und vorgeht, wenn man mit ihm mehr als Wasser kocht. Er darf keine offene Heizspirale haben, da sich hierin Lebensmittel und Zutaten festsetzen können. Die Heizspirale könnte daher nicht nur ein Problem bei der Reinigung, sondern insbesondere in Sachen Hygiene darstellen. Daher gilt: keinen Wasserkocher mit offener Heizspirale verwenden, wenn du etwas anderes als Wasser darin kochen möchtest. Je größer die Öffnung des Wasserkochers ist, desto einfacher kannst du ihn nach dem Gebrauch reinigen. Das solltest du durchaus auch beachten. Achte vor und nach jedem Gebrauch darauf, den Wasserkocher gründlich zu säubern und insbesondere von Lebensmittelresten und Kalk zu befreien. Ich koche meinen Wasserkocher daher regelmäßig mit Essigwasser aus. Beachte auch, dass der Wasserkocher eine Abschaltautomatik haben sollte. Wenn du diese Infos beachtest, kannst auch du deinem Wasserkocher deutlich mehr Fähigkeiten entlocken, als nur Wasser zu erhitzen und einen wahren Küchenhelfer aus ihm machen. Nächste Woche zeige ich dir eine erste Idee, wie du das Leistungsspektrum deines Wasserkochers ganz einfach erweitern kannst. Wenn dich das interessiert, lass einfach ein Abo da und klicke auch auf die Benachrichtigungsglocke, dann informiert dich YouTube in Zukunft automatisch, sobald es ein neues Video von mir gibt. Für heute sage ich Tschüss und wünsche dir viel Spaß beim Kochen.